Ich sage ja ganz zu Anfang dieses Films, dass ich deshalb nach Indien gegangen bin, weil ich glaube, dass meine eigene Kultur ihr Gedächtnis verloren hat. Ich suche etwas, was wir gar nicht mehr haben. Ich als Europäer, wir sind von dieser Welt völlig abgeschnitten und wir können sie auch nicht durch schriftliche Dokumente wiederfinden, sondern also jedenfalls ich kann das nur wiederfinden durch einen Kontakt mit lebendigen Musikern, was in den Traditionen außerhalb Europas bewahrt worden ist. Spricht zu mir als ein klingendes Dokument, was auch zu meiner eigenen Vergangenheit gehört, an die ich aber anders gar nicht mehr rankommen kann. Und irgendwie ist das auch ein Weg zurück zu Wurzeln, die abgeschnitten worden sind. Ich bin ja nach Indien mit einem ganz konkreten Interesse gegangen, nämlich mit dem Interesse, eine Form von Gesang zu finden und zu lernen, die in Europa nicht mehr existiert. Wenn es die bei uns denn noch hätte gegeben, hätte ich das ja auch hier machen können. Aber diese Tradition einer lebendigen Stimme, die ist bei uns völlig verschüttet, die gibt es nicht mehr. Und ich habe in Indien durch Drupad, durch die Tradition der Maliks, das ist nun die älteste erhaltene Gesangstradition, die aus dieser Zeit stammt, also 13. bis 14. Jahrhundert mindestens, die habe ich dort noch gefunden. Also man dachte damals in Kreisen von westlichen Ethnologen, dass diese Musik eigentlich schon ausgestorben sei. Also die galt sozusagen, galt als schon untergegangen. Und als ich dann nach Indien kam, war das gerade zu einem Zeitpunkt, wo die Inder selber begonnen haben, sich darauf zu besinnen und diese alten Musiker, die diese Sache noch machten, wieder zusammenzubringen. Und eins der ersten Festivals zur Wiederentdeckung des Drupads fand auch in Vrindavan statt, in einem Tempel natürlich, ne, denn die Tempel waren ja die Sponsoren dieser ganzen Drupad-Kultur, auch ursprünglich gewesen. Und so kam ich dann auch an diesen Ort. Und habe mich dann dort in Vrindavan niedergelassen und im Rahmen von dem Umkreis von dem Radharaman-Tempel, den wir in dem Film auch sehen, und dem Srivatsa Goswami, der so etwas wie der geistige Leiter dieser ganzen Geschichte ist, zusammen eine Drupad-Schule wieder gegründet, um das wieder in Vrindavan anzusiedeln. Zwischen diesen ganzen